Moin zusammen und herzlich willkommen zum nächsten Part von Alice19, meine lieben Freunde. Und wenn ihr direkt mit eurem Blick nach oben rechts in die Ecke wandert, dann fällt euch direkt was auf. Ich habe wieder 500.000. Die Julia ist übrigens auch mit hier auf dem Server, die ist auch am Start. Hallo. Und dass ich wieder 500.000 habe, hat einen besonderen Grund, denn mein Spielstand ist weg. Ist jetzt kein Scheiß, Leute. Es ist einfach so banal und traurig. Ich habe keine Ahnung, was ich angestellt habe, meine lieben Freunde. Aber um es mal kurz und knapp zu erklären. Ich habe von Giants vor, weiß ich nicht, 5 Tagen war das oder so, habe ich ja Alice19 in der Pre-Version bekommen, dass ich schon vorab vor Release spielen konnte. Das allerdings war aber keine Steam-Version, sondern eine, wie soll ich sagen? Ich musste das Spiel auf so einem gesonderten Server mir runterladen und konnte es dann installieren und spielen. Und ich wollte jetzt heute mit der Steam-Version spielen, weil die wird jetzt geupdatet. Die andere Version ist halt nur die Pre-Version gewesen. Ganz klar, dass ich dann sage, jo, ich will die Steam-Version haben. Und hab dann die Steam-Version gekauft, installiert und alles ist weg. Ich wollte eigentlich die Spieldaten rauskopieren, aber anscheinend habe ich mit der Steam-Version die alte Version jetzt überschrieben. Also, ich glaube, ich habe einen richtigen Kevin-Move gebracht. Jetzt ist alles weg, ist aber halb so wild. Die Julia wollte sowieso das Spiel von Anfang an sehen und wir fangen jetzt nochmal neu an. Schwierigkeitsgrad ist natürlich schwer, ja. Also wir spielen auf schwer, wir werden auch weiterhin auf schwer spielen. Ich stelle mich der Herausforderung, einen sehr guten Hof aufzubauen mit der Julia auf schwer. Und ja, wir müssen uns jetzt mal umschauen zusammen. Wir müssen nämlich jetzt entscheiden, wo wir Land kaufen wollen. Und welches Land wir zuerst kaufen wollen. Ich sag mal so, wir haben ja ein bisschen Erfahrung im Let's Play jetzt schon gesammelt. Und was nicht so gewinnbringend ist, sind Tiere. Ah, okay. Also Tiere kannst du komplett knicken. Wir können uns jetzt überlegen, ich hatte mir hier unten Felder gekauft. Da können wir mal eben kurz hinlaufen. Und zwar, ich kann dir das aber auch so mal eben auf der Karte zeigen. Und zwar hatte ich das Feld 20 und 21 erworben. Wir können aber auch etwas größere Felder kaufen. Da müssen wir nur schauen. Wir haben ja jetzt einen Hof erstellt. Das hier oben kostet schon 600.000. Hier ist eins für 400.000. Da ist eins für 800.000. Also ich würde auf jeden Fall sagen, dass wir am Anfang einen Kredit noch aufnehmen. Von 500.000. Ja. Dass wir so eine Mille haben und dann haben wir einen satten Kredit am Laufen. Haben aber eine Mille in der Tasche und können uns ein bisschen was leisten. Also ich glaube, am schlausten wäre es, wenn wir wirklich von Anfang an darauf gehen, dass wir eigene Felder bewirtschaften. Ja. Also ich habe ja den Singleplayer vorhin kurz angespielt. Ich war ja so gehypt, ich konnte es halt nicht mehr abwarten. Ich habe um 5 Uhr heute Morgen schon getestet. Also ich würde sagen, wenn wir wirklich Felder machen, dass wir eventuell mit Baumwolle anfangen. Mit Baumwolle? Ja, okay. Die Gerätschaften, die können wir uns ja ausleihen. Das ist ja am Anfang jetzt nicht das Problem. Aber Baumwolle denn viel? Baumwolle ist halt Wolle, ne? Nee, Baumwolle ist nicht halt Wolle. Das ist Schwachsinn, was du gerade sagst. Hier ist doch Baumwolle. Das hier ist Baumwolle, die ich mir gerade hier anschaue. Also okay, da liegt der Spitzenpreis gerade bei 741, wenn wir das auf der Ranch verkaufen, die Baumwolle. Na okay, oder? Nee, ja, das warte ist doch ein guter mal. Preis. Warte mal, ist das die Baumwolle, Leute? Ich bin jetzt gerade ein bisschen verwirrt. Also Baumwolle ist aber auf jeden Fall nicht Wolle, da bin ich mir ziemlich sicher. Das hier sieht doch aus wie Baumwolle. Oder vertue ich mich da jetzt gerade? Das müsste aber, normalerweise müsste man das... Nee, das hier ist Baumwolle. Das ist Baumwolle. Ja, bei der Spinnerei 241 würde es dafür geben. Okay, 241. Ja, aber da gibt es ja auch Höchstpreise, ne? Nee, du kannst sie nur in der Spinnerei verkaufen, nirgendwo anders. Ja, aber die haben ja auch immer andere Angebote. Ja, ich weiß halt nicht, wann der steigt, ne, der Preis. Also, ich wäre da echt vorsichtig bei dem, was wir jetzt machen halt. Wir sollten uns wirklich da gut entscheiden, ne? Okay. Ich nehme jetzt erstmal einen Kredit auf von 500.000. Ja, mach das mal. Wir brauchen jetzt erstmal ordentlich Kohle. Also wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist Baumwolle mehrjährig. Das heißt, wir brauchen die nur einmal pflanzen, wie damals das Zuckerrohr. Und können die dann immer wieder ernten. Natürlich, ja, das kann sein. Wo ich nämlich durch die Felder gefahren bin, da sind die Sachen nicht weggegangen von der Baumwolle. Also diese, ich sag jetzt mal, diese kleinen Gebüsche. Ja.
Dann müssen wir halt nur Unkraut wegmachen und düngen und sowas. Wir haben jetzt einen fetten Kredit. Ja, die Frage ist jetzt, welche Felder wollen wir kaufen? Wir haben jetzt 1 Million. Das heißt, wir könnten uns jetzt in dem Sinne schon ein etwas größeres Feld leisten. Wie zum Beispiel, keine Ahnung, das Feld 4 kostet schon 800.000. Ist ein bisschen heftig, würde ich sagen, für den Anfang. Ich würde eher auf sowas Mittelgroßes gehen. Ich würde die 7 nehmen oder die 11. Das sind schon ziemlich große Felder, ne? Ja. Also 640.000 kostet die 7. Die 11 kostet 680.000. Also die 7 könnte man überlegen zu machen. Oder 6 und 12, also 6 oder 12. Ja, die 12, keine Ahnung wieso, die kostet 856.000 und die 6 kostet 438.000. Dann würde ich eher sagen, nehmen wir die 6. Ja, dann mach das mal. Okay, dann kaufen wir Feld 6. Okay, Feld 6 ist gekauft, meine lieben Freunde. Machen wir diesmal einen etwas anderen Start, die Julia und ich, als ich gemacht habe. Ich habe ja mit Tieren angefangen, das hat sich nicht so rentiert am Anfang, auf hart, also auf schwer. Das war jetzt nicht so nice. Wir laufen jetzt mal hoch zum Feld, wir gucken uns das jetzt mal eben erst an. Übrigens, es haben ein paar Leute danach gefragt, ob ich nicht etwas längere Folgen bringen kann von LS19. Schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr das seht. Sagt ihr so, yo Kevin, ich würde mir auch angucken, wenn ein Part wirklich im Schnitt so 20 Minuten geht, dann bringe ich ein bisschen längere Parts, wenn ich das schaffe, ja. Und noch was, heute wird es auf jeden Fall einen schönen dicken Livestream geben, ab 14 Uhr, www.twitch.tv/gtimetv. Ich würde mich freuen, wenn ihr dazu einschaltet und, ja, mich ein bisschen unterstützt, vor allen Dingen jetzt, wo, ja, mein ganzer Spielstand weg ist. Die Julia wird vielleicht um 14 Uhr nicht direkt mit am Start sein, weil die muss auf jeden Fall wegen des Umzuges noch einiges hier erledigen. Die muss gucken, dass sie fertig wird. Es kann also sein, dass sie erst gegen Abend dazukommt, aber das ist ja nicht schlimm. Ich kann ja schon mal so ein bisschen anfangen mit dem ganzen, wie soll ich sagen, Bewirtschaften unseres Feldes, was wir jetzt gekauft haben. Also wir haben jetzt noch 560.000 übrig. Wir könnten sogar überlegen, ob wir die ganzen Maschinen, die wir brauchen, dafür sogar direkt kaufen. Ja, wenn das Geld natürlich reicht. Also wir brauchen einiges, ne? Hm. Also zum Unkraut entfernen, das Teil brauchen wir. Dünger-Kalkmaschine brauchen wir. Ja, und halt den Baumwollpflücker und einen Hänger, ne? Ja. Also ist schon einiges. Nee, wir brauchen nicht so einen, also nicht so einen normalen Hänger. Wir müssen so ein Ding nehmen, was das da draufnehmen kann. So, hier hinten ist jetzt das Feld. Also da ist auch noch irgendeine Ernte drauf. So wie das aussieht, ist das, glaube ich, Mais. Kann es jetzt noch nicht genau erkennen. Nee, ist ein Sonnenblumen. Ja, dann können wir die ernten, wenn die fertig sind. Und dann ja, die sind schon erntereif. Wir müssten die jetzt sofort ernten. Da müsste ich jetzt einen Drescher holen. Am besten. Also würde ich sagen, dass wir einen mieten. Ja. Und dann ernten wir die Sonnenblumen erstmal und verkaufen die. Ja, dann haben wir schon mal wieder ein bisschen Ertrag plus, ne? Ja, okay. Dann gucke ich jetzt mal ganz kurz in... da brauchen wir doch einen Mähdrescher für, ne? Für die... Ein Drescher, aber kein Rundschneidwerk, sondern so ein gerades Schneidwerk. Ein gerades? Du meinst ein Häcksler oder was? Wo du auch Mais mitmachst. Ja, dann ist das, warte, dann müssen wir mal kurz gucken hier, warte. Schneidwerke, das ist das nicht. Maispflücker? Nee, das sind die auch nicht, ne? Geh mal auf Schneidwerke. Schneidwerke. Ich guck gerade selber. Ach, hier sehe ich es gerade. Ein Schneidwerk wird von Dreschern benötigt. Ja, okay, gut, gut. Ich sehe es schon, ich sehe es schon hier. Da unten wird es auch angezeigt für die Sonnenblumen. Ich habe Sonnenblumen nie gemacht, wirklich. Ja, ist jetzt die Frage, ne? Was wollen wir denn da holen? Da holen wir was. Das ist ja schon ein etwas größeres Feld, ne? Wenn ich das so sehe. Nur wenn wir jetzt ein richtig großes, richtig großen Drescher holen, dann werden wir da nicht viel Ertrag mit haben, ne? Da sollten wir schon ein bisschen was Kleineres kaufen. Ja, meinst du, ein kleinerer Drescher hat mehr Ertrag als ein großer Drescher? Der große kann halt nur mehr Menge füllen, ne? Ja, ja, aber ich meine, dass wir mit einem kleineren nicht so viel ausgeben müssen. Ach so, ja, du meinetwegen kannst du auch einen kleinen holen. Ich hole den, der hat 306 PS. Ich muss gerade kurz gucken, Leute. Und dann würde ich sagen, holen wir das Schneidwerk dazu. Das hat eine Spannweite von 5,7 Meter. Ich guck mal das nächstgrößere. Das hat 12 Meter. Das könnte man natürlich auch überlegen. Das braucht aber 380 PS. Schauen wir mal gerade ganz kurz, was wir hier für Drescher haben. 380 PS. Das wäre der von John Deere. Den könnte man nehmen. Ja, dann holen wir den John Deere.
Dann mieten wir den. Boah, der kostet 22.000 zu mieten, ne? Ja. Das werden wir niemals einnehmen. Das werden wir niemals einnehmen mit dem Feld. Warte, dann gehe ich eine Nummer kleiner. Wo sehen wir denn... hier. Warte, da brauchen wir 180 PS für das Schneidwerk. Dann mieten wir uns... Also der Hafenspeicher zahlt momentan 890 Euro pro Liter. Ja. Nein, nicht kaufen, mieten. Ja, hier ist einer 8400, den miete ich jetzt. So. Und das Schneidwerk tue ich auch mieten. Das können wir ja im Anschluss wieder zurückgeben. Das brauchen wir ja jetzt erstmal im Moment nicht, ne? Das ist ja jetzt nur einmal, um Sonnenblumen zu ernten. Ja. Ja, kostet 1800. So, dann haben wir fast 10.000 dafür ausgegeben. So, ich bin schon im Drescher drinne. Okay. Okay, Leute. Dann werden wir nämlich jetzt zuerst die Sonnenblumen ernten. Ja, da müssen wir noch einen Traktor mieten. Den brauchen wir ja sowieso. Und einen Hänger. Genau. Den Traktor, den könnten wir sogar überlegen, ob wir einen kaufen direkt. Ja. So. Aber da bist du gerade schön an deiner Stadtstatue vorbeigelaufen, ne? Wieso? Ja, da stand so eine schöne Steinstatue, so ein Ochse. Mhm. Du bist einfach dran vorbeigelaufen. Na, ich denke mal, dass ich gegen 17 Uhr heute im Stream dazu stoßen werde. Ja. Ja, ich gucke jetzt, dass ich mit dem Drescher erstmal dahin fahre. Dann werde ich anfangen, direkt zu ernten. Und ja, da müssen wir mal schauen. Dann werden wir heute wahrscheinlich im Stream, werden wir das komplette Feld fertig machen, weil das werden wir in der Folge definitiv nicht schaffen. Das wird ein bisschen dauern, bis das Feld fertig ist, weil das ist schon ein sehr großes Feld. Und dann werden wir uns danach darum kümmern, dass wir das mit der Baumwolle und so machen, ne? Also da müssen wir auf jeden Fall schauen. Ich weiß jetzt nicht, was für einen Traktor wir zum Anfang holen wollen. Ich würde schon einen Traktor nehmen, der ein paar PS mehr hat, dass man auch einen Flug ziehen kann und sowas und einen Gruber. Ich würde es nur nicht übertreiben, weil sonst haben wir nachher kaum Kohle oder so, ne? Weil wir können dann müssen wir ein paar Aufträge machen. Ja, ich sag nur. So, der fährt jetzt eh die ganze Zeit geradeaus, dann können wir mal schauen. Ich würde sagen, wir holen einen mittelgroßen Traktor. Also ich bin eigentlich sehr gut mit dem Fendt, den 700er Vario gefahren. Ja, ich bin ja eigentlich ein riesiger Fendt-Fan, aber wir könnten mal überlegen, ob wir hier von John Deere was nehmen. Der hat 142 PS in der normalen Konfiguration. Wir könnten natürlich auch hingehen und können die Motorausführung noch mal ein bisschen aufpeppen. Dann kriegen wir den auf 164. Ich weiß jetzt nicht, wie viel hat der Vario? Warte, ich guck mal. Ja gut, der hat 240, ne? Aber der kostet auch deutlich mehr. Also der würde, wenn wir den kaufen würden, 217.000 kosten. Ja, das ist aber ein normaler Preis, würde ich sagen, ne? Aber dir ist klar, wenn wir Geräte kaufen, dann brauchen wir auch eine Werkstatt, ne? Weil wir müssen die regelmäßig warten, die Geräte. Es gibt ja eine Werkstatt schon. Ach so, gibt's die? Ist die eingebaut? Okay. Ja, die ist hinten beim Händler unten. Ja, so genau habe ich mir jetzt das hier alles noch nicht angeschaut, ne? So, jetzt müssen wir den Drescher erstmal, ach, wir können direkt anschalten, okay. Aber wie detailgetreu die Map gestaltet haben, ne? Ich bin ja hellauf begeistert, Leute. So. Okay. Ich fange schon an, aber das geht. Der ist eigentlich ganz gut, dass ich den geholt habe. Der andere wäre schon wieder, das ist einfach zu groß, glaube ich. Der andere, da muss man im Besitz von sein, damit der sich rentiert bei solchen Feldern. War ganz gut, dass ich hier den kleinen jetzt für genommen habe. Ja, das läuft ganz gut. Also Leute, noch ganz kurz ein paar Infos mal, weil immer wieder auch gefragt wird, ja. Ich weiß, einige von euch können es nicht mehr hören. Aber es fragen immer wieder Leute, ob ich Timelapses bringen kann in LS19, ja? Oder wann Video XY kommt, wie das mit dem Community-Server jetzt ist. Liebe Freunde, es hat sich bei uns ein bisschen was ergeben wegen des Umzugs, ja? Was nicht so gut ist, weil der wird sich jetzt um eine Woche nochmal verzögern. Und ich weiß ja nicht, ob jemand von euch schon mal umgezogen ist. Ich denke mal, dass jeder von euch mal bestimmt mit seiner Familie umgezogen ist. Und das ist natürlich mit einem gewissen Stress verbunden. Wenn ihr jung seid, werdet ihr davon vielleicht nicht so viel mitbekommen haben. Weil als Kind einen Umzug zu organisieren, das macht kein Kind, das machen die Eltern, ja. Aber bei uns ist es der Fall, Julia und ich, wir müssen diesen Umzug organisieren. Und der ist mit wirklich viel Stress verbunden. Und
Ich weiß, ach nee, das fahre ich nachher ab, das kleine Stück noch. Ich weiß, dass viele von euch jetzt sehnsüchtig auf Community-Server und alles warten, aber ganz ehrlich, Leute, ich habe das gestern auch schon mal im Livestream erklärt, das Problem ist momentan, dadurch, dass wir jetzt diesen Umzug haben, sind die Julia und ich zeitlich ziemlich stark eingeschränkt, ja, das heißt, ich habe nicht zu 100% die Zeit, mich wirklich um den Server und alles zu kümmern, wenn da irgendwelche Probleme auftauchen, und ich kenne jetzt auch niemanden, dem ich blind vertrauen kann, wo ich sage, yo, der kümmert sich um den Server, wenn da irgendein Dulli draufkommt, der Mist baut oder so, schmeißt er den runter und alles, ja, ich habe da jetzt im Moment niemanden, so dass ich gesagt habe, okay, ich glaube, im Moment ist es nicht so gut, wenn ich jetzt sofort einen Community-Server online stelle, das werde ich dann wahrscheinlich nach dem Umzug machen, ja, genauso auch wird es Timelapse und alles nach dem Umzug geben, weil im Moment ist es halt einfach so, ihr seht das ja, ne, die Julia, die muss jetzt gleich sofort wieder, ja, direkt anfangen, hier in der Wohnung was zu machen, ja, und ich bin die Videos hier am Produzieren und muss dann auch noch streamen und alles, ne, und dann kommen irgendwelche Sachen immer dazwischen. Freitag zum Beispiel sind wir wieder fast den ganzen Tag in der Wohnung, das heißt, die Videos für Freitag, die muss ich jetzt schon irgendwann im Laufe dieser Woche vor Freitag noch vorproduzieren, ja, und das macht mir einen Strich durch die Rechnung, weil ihr müsst das halt so sehen, wenn ich ein Video aufnehme und das dann rendert, in der Zeit, wo das Video rendert und hochlädt, kann ich nicht auf dem Server spielen, weil erstmal, wenn es rendert, leckt alles bei mir. Also da habe ich richtig schlechte FPS und in der Aufnahme will ich keine schlechten FPS haben. Und das nächste ist, wenn ihr auf dem Server spielt, habt ihr halt übelst den schlechten Ping. Da könnt ihr Julia fragen. Julia kann zum Beispiel in der Zeit, wo ich ein Video hochlade, auch nicht spielen, ne? Weil einfach ja, das Internet dann ausgelastet ist. Und das ist das Problem. Wenn ich dann zwei Videos an einem Tag aufnehme oder sogar vier, weil ich zwei Videos pro Tag hochlade, bei vier Videos alleine ist mit Rendern, Schneiden, Aufnehmen und so locker 5-6 Stunden, die ich dafür brauche. So, wenn ich dann irgendwie um 7 Uhr aufstehe, könnt ihr ja selbst ausrechnen, bin ich um 13 Uhr erst fertig oder so, ja? Also das frisst schon seine Zeit dann, ne? Und das ist das Problem halt an der ganzen Sache. Deswegen, es tut mir wirklich leid, wenn ihr euch jetzt momentan erhofft, dass irgendwie Timelapse oder so kommt. Das wird erst nach dem Umzug der Fall sein, ja? Und ich sag das jetzt nochmal in dem Video, weil es fragen halt immer wieder Leute, fragt mich nicht wieso, ich erzähle es ja schon fast in jedem Video. Ich glaube, das Problem ist einfach, dass die Leute die Videos durchseppen und die wichtigen Informationen teilweise nicht mitbekommen. Dann sind sie es aber auch irgendwann jetzt selber schuld, weil ich kann es halt nun mal nicht ändern, ne? Ich gebe mir ja schon Mühe, sag das immer wieder, erkläre es auch in meinen Livestreams, aber es gibt immer wieder diese Leute, die das irgendwie nicht so ganz mitbekommen und einfach stupide in die Kommentare schreiben, Kevin, wo bleibt, wann kommt, wann tust du, ne? So. Also ich finde, der reicht vollkommen aus. Guck mal, ich habe doch schon ein gutes Stück weggeerntet bekommen. Ja, hast du schon viel geschafft. So, und dann tue ich jetzt... Wie voll ist der jetzt? 4.100. Okay. Ich denke mal, so 4.500 passt bei dem rein. Dann ist der voll. Hast ja, du schon nur eine Bahn Traktor fahren, und sowas geholt? Nee, habe ich nicht. Soll ich? Ja, wir müssen uns halt jetzt entscheiden, ne? Also dann würde ich sagen, dann lass uns den 700er Vario mit der besten Motorausführung holen. Ist das ein mittelgroßer oder ein kleiner? Das ist ein mittelgroßer. Warte, ich stell den einfach ein und kauf den dann. Ich konfiguriere dir den eben. Sollen ja, wir einen Frontladeranbau machen? Ja, ne? Brauchen wir den denn jetzt momentan? Ich würde es zur Sicherheit machen. Kostet nur 1.500 mehr. Ja, okay. Reifenvariante, Radgewicht. Breite Reifen, breite Reifengewicht, Pflegebereifung. Was sollen wir nehmen? Standard erstmal. Ja, nehmen wir erstmal Standard. Umändern können wir den ja immer noch, oder? Oh, ich muss aufpassen, der fährt nämlich die ganze Zeit weiter. So. Okay, ist gekauft. Wir haben jetzt noch und einen Hänger brauchen wir noch. Ja, wir haben jetzt 332.000. Ja, wir müssen ein bisschen drauf achten jetzt. Warte mal, ich mach mal eben die Gerätschaft hier aus. Und zwar die Baumwolle-Technik. Die Maschine müssen wir uns leihen. Die kostet 485.000 für die Baumwolle, die Maschine. Okay. Wenn wir die mieten wollen, kostet die 40.000. Das heißt, 40.000 müssen wir übrig haben. So, dann gucke ich mal eben. Anhänger, ne? Ja, genau. Ich würde sagen, da holen wir den kleinsten für 12.000. Ja, okay. Da können wir auch noch anbauen, dann hat der mehr Kapazität. Warte, der kostet... Jetzt hat er 4.000. Ich kann den auf 8.000 oder sogar auf 12.000 upgraden. Ja. Ja, komm, wir nehmen 12.000. Okay, dann hole ich jetzt den Hänger. Genau. So. Ja, ich würde auch sagen, wir sind jetzt eigentlich auch schon fast am Ende der Folge angekommen, denn die 20 Minuten sind schon rum. Das geht rucki zucki hier bei dem Spiel.
Und ja, wie gesagt, liebe Freunde, wir werden heute im Livestream auf jeden Fall ordentlich Gas geben. 14 Uhr wird er starten, www.twitch.tv/gtimetv. Ich würde mich freuen, wenn ihr dazu einschaltet. Und ja, wie gesagt, dickes Sorry nochmal wegen dem Spielstand. Tut mir wirklich leid, dass das jetzt so gekommen ist. Aber keine Sorge, wenn ihr morgen einschaltet wieder zur nächsten Folge, dann werdet ihr schon sehen, Julia und ich, wir werden dann ordentlich Gas gegeben haben. Oh, er ist voll, 4.500 kann der fassen. Ja, ich bin schon unterwegs. Und ja, dann werden wir nämlich schon gucken, dass wir dann morgen, je nachdem, wie wir es schaffen, vielleicht schon das nächste Feld oder so uns leisten können, ja. Und wer es nicht abwarten kann und gerne sehen will, der kann ja zum Livestream einschalten. Und vergesst auf jeden Fall nicht, ein Abo dazulassen, wenn es euch gefallen hat. Würde ich mich auf jeden Fall drüber freuen, genauso auch über euer Feedback und einen Kommentar. Und dann sehen wir uns morgen im nächsten Part. Bis dahin, haut da rein. Tschüss zusammen.